Hey Leute, hier ist Ledator und herzlich willkommen zum 21. Let's Play of Leeches. Wie versprochen spiele ich heute gegen einen besonders starken Spieler mit 2000 bis 2300 Wertungspunkten. Das ist also eine sehr hohe Spielstärke. Ich weiß nicht, da fallen vielleicht noch, das sind die Top 5% wahrscheinlich, denke ich mal so ungefähr, an Spielern, die diese Spielstärke erreichen. Und deswegen ist das natürlich jetzt hier eine Herausforderung, doch ich habe es euch versprochen und stelle mich hier dieser Herausforderung. Und wir kommen als erstes mit ALCDYGU ans Brett. Und er spielt Französisch, wie ich es früher auch gern gemacht habe, beziehungsweise immer noch ab und zu spiele. Und er spielt hier die Abtauschvariante und hier spielen wir Springer nach F3, danach C3, Rochade und alles sollte seinen gewohnten Gang gehen. C3. Ich rechne bei ihm mit Springer nach F6, ja, oder Läufer nach D6 kann man natürlich genauso spielen. Und mein Plan wird, das ist aber früh. Das ist jetzt ziemlich früh. Dame nach F6, habe ich in der Stellung noch nicht oft gesehen. Wird wahrscheinlich einen guten Grund haben, warum ich das noch nicht so oft gesehen habe. Wie reagiert man da am besten? Ich möchte eigentlich nicht Springer nach D2 spielen, dann ist der Läufer eingesperrt. Weil das könnte ich spielen. Das wäre der ganz sichere Zug. Was passiert denn, wenn ich jetzt Turm hier rüber spiele und er irgendwann zu diesem Schlagen kommt? Dame schlägt, weil er möchte ja irgendwie Kapital draus schlagen. Ich lasse es drauf ankommen. Oder? Ja, ich spiele erstmal den Turm raus. Wenn er den hier nehmen will, ich könnte natürlich auch den Läufer wieder zurückspielen. Ich kann den Läufer zurückspielen. Dann machen wir das doch mal. Spielen wir ganz solide. Und, Springer hier geht nicht, oder? Habe ich da irgendwas? Nicht so wirklich. Leider nicht so wirklich. Läufer entwickeln, dann Springer nach D2. Er rochiert groß. Das ist riskant. Dann gehen wir gleich mal auf die große Rochade los. Normalerweise ist so eine Attacke auf die große Rochade schneller als die auf die kleine Rochade. Ja, er kommt gleich mit dem Springer, da kommen wir mit dem Bauern, so. Ich habe jetzt hier zwar einen rückständigen Bauern, aber er muss sich hier meinem Bauernansturm auch erstmal entgegensetzen. So. Ich hoffe mal, dass nichts passiert. Habe ich nichts übersehen? Ich hoffe es mal. Danach vielleicht Springer nach D2. Okay. Ja, ziehen wir uns zurück. Der Bauer ist ein bisschen eine Schwachstelle, das ist absolut richtig. Da muss man natürlich aufpassen, aber wenn ich jetzt Läufer nach D3 spiele, das mache ich jetzt auch, hoffe ich, dass ich hier nicht in einen bösen Angriff laufe. Jetzt den kann ich aber mit Schach rausnehmen. Oder? So. Okay, aber mein Springer, der ist jetzt natürlich ein Problem, der muss ja wahrscheinlich jetzt schon an den Rand ziehen, das ist natürlich ungünstig. Das ist natürlich ungünstig. Aber ich hoffe doch mal, dass er da überlebt. Ja, vielleicht wieder zurückbringen. Ich bin jetzt natürlich hier ein bisschen offen. Das gefällt mir nicht. Es ist jetzt auch verwunderlich, wie er das hingekriegt hat, dass ich hier offen bin. Und obwohl ich hier auch Züge investiert habe, irgendwie das Gefühl habe, dass ich hier nicht gleich schnell bin vom Angriff her, wie er es war. Irgendwie bin ich einen Zug langsamer. Das ist interessant. Okay, ich denke, er möchte hier die Verdopplung, aber da kann ich dann notfalls immer noch den spielen. Jetzt treiben wir erstmal den Springer weg. So, und jetzt gehen wir mal hier nach vorne. Ja, es gibt auch so eine grobe Faustregel, die besagt, man sollte auf der Seite spielen, wo man selber angreift und nicht unbedingt auf der Seite, wo der Gegner angreift. Und nach der groben Faustregel versuche ich jetzt mal zu handeln und versuche daher, den möchte ich nicht abtauschen, das ist eine wichtige Verteidigungsfigur. Den möchte ich mal erst noch behalten, diesen Springer. Und jetzt nach vorne gehen. Das ist die Frage. Das machen wir doch mal. So. Wenn er nichts macht, droht das der... Genau. So, jetzt kann er den... Spiele ich den? Ich spiele. Ich opfer diesen Bauern. Okay, er möchte hier auch mit dem... das ist echt gefährlich. Der Läufer zeigt da drauf. Gefällt mir gar nicht. Springer hier hin.
Jetzt greife ich mal den Turm ein bisschen an und diesen Bauern. Okay. Lässt er einfach so geschehen. Na, ja, mit Schach, okay. Ja, dann gehen wir mal hier. Verstecken wir uns hier ein bisschen. Das ist ja schon sehr gefährlich. Boah, hochscharfe Partie. Richtig scharfe Partie. Turm dahin. Ich hoffe, ich bin schnell genug. Es ist echt an der Kante. Es ist hochdramatisch. Hochdramatisch. Ich wollte eine ruhige Partie und vor allem meine Zeit ist auch hochdramatisch. Er spielt sehr schnell. Er hat doch genügend Zeit. Warum so schnell spielen? Wenn er den zieht. So, jetzt kann ich erstmal hier mit. War der gedeckt? Doch, der war gedeckt. Ich habe schon gerade gesagt, war der nicht gedeckt? Dahin oder dahin? Dahin. Ich tue mal dahin. Vielleicht kann ich es dann erreichen mit dem Springer. Aber ich weiß nicht, ob ich mit dem Springer wirklich nach vorne sollte. Schwierig, Fragen über Fragen. Gehen wir hier nach vorne. So. Ah, der geht nicht wegen dem Läufer. Aber der hier geht. Aber dann kann er hier vielleicht weiternehmen. Oder kann er vielleicht auch nicht. Da kommt nicht der. Abtauschen, aber dann kriege ich den Bauern danach, oder? Oder sagen wir mal mit gewisser Wahrscheinlichkeit. Na, abtauschen kann er nicht, weil da ist er. So, aber da kommt doch jetzt der. Jetzt muss er die Dame für den Turm geben oder ich gewinne hier diesen Turm. Ich habe natürlich wenig Zeit. Das ist natürlich nicht gut. Ah, oder den hat er noch. Hat er etwa den noch? Mal den. Weil jetzt habe ich überlegt, Turm hierhin und dann, ah nee, das geht nicht. Das ist ja schade, dass es nicht geht, aber ich habe wenig Zeit. Oh. Mach mal den. Oh, ich muss echt schnell spielen. Ich muss schneller spielen. Viel zu wenig Zeit, um hier nachzudenken, sinnvoll. Mein Mitspieler hat ja so schnell gespielt, dass ich hier nicht dazu komme, richtig lange nachdenken zu können. Es ist zu wenig Zeit da. Er hat sehr schnell gespielt. Jetzt überlegt er aber auch kurz. So. Droht hier hinten wieder. Schachmatt. Also jetzt habe ich das Gefühl, dass ich am Zügel bin, sozusagen, weil sein Bauer hier diese Diagonale blockiert, über die er sonst hätte vielleicht ein Schach irgendwie erwirken können. So, jetzt bieten wir hier mal Schach. Wie komme ich hier durch? Hier muss ich doch irgendwie durchkommen. Das gibt's doch nicht. Das gibt's doch nicht. So, jetzt kriege ich aber zumindest mal den Läufer. Und wenn der Turm das schaffen sollte, na komm, das ist doch. Ist das, ich weiß es nicht. Drei Bauern, vier Bauern, es reicht gerade so, ja, reicht gerade so. Aber ich habe wenig Zeit. Oh, er gibt auf, er gibt auf. Also, wenn ich er gewesen wäre, dann hätte ich jetzt an der Stelle schon noch weiter gespielt, weil klar, jetzt kann ich hier nicht Analysebrett. Ah ja, genau, das hat auch ein Zuschauer mal gesagt, ob ich mal das Analysebrett zeigen kann. Nach der Partie ist vielleicht auch ganz interessant, dann mache ich es jetzt mal. Also, weil ich habe jetzt gedacht, wenn er jetzt, also gut, er muss das ja eigentlich annehmen hier, sonst da, ja. Aha, Dame hier, da hätte ich jetzt nicht damit. Wie wäre es denn gewesen, wenn ich jetzt hier abgetauscht hätte? Ich denke, das, schwer zu sagen. Ich denke, das immer noch, ist es immer noch gewonnen? Wer weiß? Schauen wir mal nach. Ich denke, es ist immer noch gewonnen. Aber es ist, der Computer sieht man hier, es ist nicht mehr so schnell gewonnen und nicht so leicht gewonnen. Genau, nehme ich den. Und die Bauern. Die zwei sind eben das Problem. Die zwei sind relativ stark. Der erste ist kein Problem. Da komme ich einfach mit meinem König. Ab die zwei gegen den Turm und der König. Ja gut, er ist gleich weit entfernt, ungefähr wie mein König. Ja, sogar ein Feld näher. Also ist nicht so ganz klar. Aber ich denke, es reicht. Gerade wieso hier ziehen? Wieso hier einen Zug vergeuden? Also natürlich die Stockfish Engine ist natürlich besser als ich. Das ist ganz klar. Das ist gar keine Frage. Wobei mir hier jetzt nicht klar ist, warum er hier jetzt hier denn, warum nicht hier nach vorne? Was ist daran schlecht? Ja, dann nimmt, ja, klar, aber das war ja nicht zu verhindern, oder?
Und dann hier nach vorne, ja, oder mit dem Küken, ja, ist schwierig. Ja, ich dachte, dass das vielleicht ein bisschen knapper ist. Ja. Genau, und jetzt ist. Ah, Moment. Da kann er doch auch mit dem. Ja, kann er doch auch noch mit dem König hin, oder? Dann ist der Bauer zumindest nicht gleich weg. Dann vielleicht mit dem nach vorne. Ja, aber es wird. Oh, jetzt droht dann auch noch Matt und so. Okay. Also, ich bin überzeugt. Okay, Stockfish. Dankeschön. Oder welche Engine ist es denn? Doch, Stockfish 9. Genau. Also interessant, ja. Aber hätte sicher noch was Besseres gegeben. Schauen wir mal hier die Computeranalyse an. Aber es war sehr knapp. Es war vor allem zeitmäßig sehr knapp. Ich weiß nicht, wie viel Zeit ich noch hatte. Ich hatte noch 49 Sekunden. Das ist wirklich wenig. Aber ich habe nicht gesehen, wie ich schneller, besser durchkomme. Ich habe es versucht, aber ja. So, jetzt schauen wir mal hier die Analyse an. Aha. Okay, er hat bisher, ich habe anscheinend, also er hat anscheinend drei grobe Patzer, zwei Fehler und zwei Ungenauigkeiten gemacht. Und ich habe zwei grobe Patzer gemacht. Wahrscheinlich hier. Was habe ich denn da falsch gemacht? Habe ich den gespielt. Sieht doch gut aus. Droht hier mit Matt. Aber anscheinend ist aus irgendwelchen Gründen der Damenzug besser. Warum ist der besser? Man kann auch mit dem Turm dazwischen und dann Turm hier opfern, oder wie? Oh, ja, das ist vielleicht gut. Oh, hat er das gemeint? Mal gucken. Turm dahin. Dann hier opfern. Nee. Einfach den Bauern gierig nehmen. Was ist mit der Variante? Ah, nee, die geht ja gar nicht, weil der Turm ist ja noch von der Dame gedeckt. Stimmt ja. Aber jetzt plus 5 nur wegen diesem Bauern hier? Anscheinend. Okay. Plus 5 gleich. Boah. Ja, was die Engines hier alles sehen. Und davor war es wahrscheinlich ein ziemliches Auf und Ab. Hier stand ich teilweise schlechter, dann stand ich besser. Wo war es denn, wo ich nicht so gut stand? Hier rum. Ja, hatte ich auch ein ungutes Gefühl. War interessant. Ich weiß nicht, wie er das hingekriegt hat, dass sein Angriff hier auf diesen Linien gerollt ist und mein Angriff irgendwie nicht so richtig nach vorne gekommen ist. Ich war irgendwie zu langsam. Vielleicht hätte ich da doch einmal, aha, hätte ich doch einmal reagieren sollen. Und hier davor, was war da? Okay, den Läufer gleich rausziehen. Da habe ich dann wahrscheinlich zu passiv gespielt. Da mit D3 sah erstmal nicht schlecht aus, aber. Ah, um den Turm hier auf den Bauern. Und gleich den Springer fesseln. Okay, aber das ist jetzt alles das, was die Super Engines sehen. Ein normaler Mensch ist es natürlich schwierig, so tief zu rechnen. Ich weiß nicht, welche Tiefe hat das jetzt hier? 21, 22 Züge oder Halbzüge. Also das ist sehr, sehr viel. Ich hoffe, dass es euch Spaß gemacht hat zuzuschauen. Ich bin wieder zurück im Spiel, zurück im Schach, also Online-Schach. Und das war die erste Partie mit einem über 2000er von der Serie 2000er bis 2300er. Und jetzt hoffe ich, dass es euch gefallen hat. Wenn ja, dann wie immer teilt das Video, gebt einen Daumen nach oben. Wenn ihr mehr solche Videos sehen wollt, dann abonniert mich gerne, Ledator. Und ich hoffe, dass ich euch weiterhin so viel Schachfaszination geben kann wie bisher. Und dann würde ich sagen, in dem Sinne sehen wir uns beim nächsten Mal. Macht's gut. Ciao.